Ganz klar, Bernhard Gottwald oder auch genannt Go 1. Der hieß Go 1, weil sein Bruder Norbert Gottwald, der hieß Go 2. Die haben beide auf meiner Schule unterrichtet, auf der Stiftsschule St. Johann am Möhneburg in Hessen. Und ja, der Herr Gottwald, das war so ein alter Lehrer schon, auch ein Lehrer alter Schule, aber der hatte so eine natürliche Autorität. Er hat so Sachen gesagt wie: Ihr müsst über den Tellerrand hinwegschauen. Oder: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und als ich mal Liebeskummer hatte, da hat der gesagt: Weißt du was? Ich nehme dich in den nächsten Wochen mal nicht dran. Hausaufgaben kontrolliere ich bei dir nicht. Und das war Wahnsinn. Das hat mich indirekt dann wieder so motiviert, dass ich in Bio besser war als in anderen Fächern. Ja, ich bin Botschafter hier der Herius Bildungsstiftung und das ehrt mich und freut mich. Im Prinzip bin ich vom Beruf her eine Art Brückenbauer. Ich bin ja Reporter und Moderator und bin in diesem Beruf immer darum bemüht, neues Wissen an die Frau, an den Mann, an die Schülerinnen und Schüler zu bringen. Und ja, das komplizierte Leben oder die Wissenschaft, die man auf den ersten Blick nicht versteht, greifbar zu übersetzen und handfest zu vermitteln. Und als Botschafter der Bildungsstiftung hier, Moment, es steht doch hinten drauf, irgendwo steht es hier, sieht man das? Botschafter. Als Botschafter möchte ich einfach die Angebote und Anliegen der Bildungsstiftung nach draußen posaunen. Ich sehe diese Bildungsstiftung als eine wertvolle Quelle, aus der Lehrerinnen und Lehrer schöpfen können, um sich weiterzubilden, um sich fortzubilden, um als gestandene Persönlichkeiten vor den Schülerinnen und Schülern zu stehen. Denn um die geht es ja zum Schluss. Denn die müssen wir fürs Leben stark machen. Ja, dann würde ich wahrscheinlich ziemlich genau das machen, was ich ursprünglich mal studiert habe. Ich habe nämlich Lehramt an Hauptschulen studiert, Unterrichtsfach katholische Religionslehre und dann die didaktischen Nebenfächer Deutsch, Erdkunde, Sport. Ich habe in München studiert, habe das erste Staatsexamen gemacht. Und ja, jetzt also was Lehrer sein betrifft, da habe ich jetzt keine großen Erfahrungen. Natürlich habe ich die üblichen Praktika gemacht. Ich saß dann semesterlang hinten drin im Unterricht und konnte zumindest so einen kleinen Geschmack davon bekommen, was es bedeutet, Lehrer zu sein und vor einer Klasse zu stehen. Ja, da war der Sprung quasi als Moderator oder zum Moderator vor der Kamera nicht weit, weil Lehrer sind irgendwie auch ja, wie Moderatoren, eher Live-Moderatoren, die dann auch noch sehr unterhaltsam sein müssen, damit ihnen ihre Zuschauer an den Lippen hängen und aufsaugen, was sie von sich geben. Und das Tag für Tag, um nicht zu sagen Stunde für Stunde. Also da muss man schon mit beiden Beinen im Leben stehen. Was war die Frage? Ach so, wenn ich Lehrer wäre, dann würde ich erstmal dafür sorgen, dass ich eine ausgeglichene Persönlichkeit wäre, um eben mit beiden Beinen vor meiner Klasse zu stehen, um vielleicht auch diese natürliche Autorität zu haben, die ich von meinem Lieblingslehrer aus meiner Schulzeit kannte, um echt zu sein, um vielleicht auch wie so ein Moderator so eine gewisse Leichtigkeit zu haben, damit ich auch einen Blick und ein Ohr für meine Schülerinnen und Schüler habe. Naja, und irgendwie bin ich ja auch zum Schluss Lehrer geworden. Also ich bin Wissensvermittler im Fernsehen, aber was vielleicht die Lehrerinnen und Lehrer interessieren könnte, seit ein paar Jahren mache ich am Lehrplan orientierte Unterrichtsfilme zu allen möglichen Themen und auf diese Weise versuche ich, alle Lehrer zu unterstützen und ja, den Schülern natürlich auch auf meine unaufdringliche Weise das Wissen und das Wissenwollen schmackhaft zu machen. Das sind tolle Filme. Als ein Schüler, der, und das muss ich leider zugeben, der nicht gerne zur Schule gegangen ist, stelle ich mir die Schule der Zukunft als einen Ort vor, an den alle Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler gerne gehen. Und sollte dieser Ort, diese Schule, mal aus irgendwelchen Gründen, wie zum Beispiel aus Corona-Gründen, nicht aufmachen dürfen, dann sollte die Schule trotzdem funktionieren.
Meine Antwort zur Schule der Zukunft liegt irgendwo zwischen Future Skills und alten Werten. Und mit Future Skills meine ich eben diese Fähigkeiten, die notwendig sind, um in der Zukunft zu überleben oder auch ein lebenswertes Leben zu leben. Die Schule der Zukunft, die sollte den Schülern beibringen, wie sie sich Wissen aneignen können, dauerhaft. Dazu gehört natürlich ein richtiger Umgang mit den Medien, auch Wissen über die Medien. Und was ich mit alten Werten meine, das ist Zusammenhalten. Das ist Nächstenliebe, Respekt, Toleranz, Glück und Optimismus. Denn in unserer Gegenwart und in unserer Zukunft gibt es so viele Sorgen und Ängste. Stichwort Corona, Stichwort Klimawandel. Und es wäre schade, wenn wir egoistische, miesepetrige Pessimisten aufwachsen sehen würden. Und es liegt daher eine große Chance darin, den Kindern alles das zu vermitteln, was sie brauchen, um glückliche Menschen, um optimistische Menschen zu sein, um respektvolle Menschen und auch Menschen, die zusammenhalten können. Denn das sind die Menschen, die unsere Zukunft gestalten werden.